Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Devil May Cry 2. Im letzten Part hatten wir ein paar Schwierigkeiten mit dem Spiel. Zumindest kurz mal abgestürzt. So. Deswegen haben wir jetzt auch leider nicht genügend Orbs, um unser neues Schwert abzugraden. Naja, starten wir mal die Mission 8. Und direkt gegen einen kleinen Boss. So, halten wir mal auf Abstand. Okay, er hat sich selbst entzündet. Irgendwie glaube ich, ist er leicht verbuggt. Zumindest macht er nur den gleichen Move die ganze Zeit. Naja, uns soll es ja nicht stören. Wenn man den Boss etwas leichter bekämpfen kann. Schon. Hat nur noch einen Lebensbalken. Halben Lebensbalken noch. So. Wir haben leider Schaden erhalten. Egal. B passt auch genauso gut. Ah, hätte ich das gewusst, hätte ich es noch im letzten Part rangehängt. Na, wusste ich ja nicht. Mission 9. Der Jäger wird die Reinhard der Geschwindigkeit entdecken. Kapitel 8, Artikel 2. So, dann können wir mal unser Schwert verbessern. Und starten die Mission. Okay, das heißt, wir müssen... Schauen wir wieder zurück. Call
Die Fabrik beginnt einzustürzen. Ein Alarm ertönt. Was bedeutet das? Das Gebäude jeden Moment explodieren kann. Was bedeutet das? Das Gebäude. Naja. Ja, beim Ops sind wir jetzt leider vorbeigesprungen. Ja, auch egal. Ich folge mal der Spur von Ops hier drüben. Oder auch nicht. Wo müssen wir hin? Kommen wir hier überhaupt irgendwo weiter? Ja, hier kommen wir weiter. Hey, da waren wir doch schon mal. Für was wir da eine Bahn nehmen mussten, damit wir dorthin kommen. Naja. So, komm schon. Ob das irgendwas zu bedeuten hat, dass da jetzt die Türen offen sind in der Mitte. Oder ob das einfach nur ablenken soll. Okay. Ich glaube, wir müssen die Teile aktivieren. Ja, nicht wieder da reingehen. Sollte einmal hier sein. Na, attackier doch das Richtige. Okay. Wir müssen die Gegner kurz eliminieren, sonst greifen wir einfach irgendwohin an. Verdammte Vögel, lass mich mal in Ruhe. Mensch, wie viele kommen denn da noch? So kann ich doch das Teil nicht richtig angreifen. Oh, jetzt. Okay, manchmal muss man auch ein bisschen kreativ werden mit der Situation. So, jetzt hier durch. Und dann da nach oben. So, hierfür müssen wir eh nichts aktivieren. Okay. Wieso werden wir... Ah, okay, hier ist ein Ventilator, das deswegen werden wir da hinten angezogen. Okay.
Raketenwerfer. Ich glaube, den brauchen wir jetzt auch. Rauskommen wir. Ja, wir kommen noch mal raus. Okay, ich habe gerade keinen Plan, was wir machen müssen. Oder wo wir überhaupt hin müssen. Okay, so, diesmal haben wir keinen Schaden erhalten, allerdings haben wir etwas lange gebraucht. Und dann gehen wir in die nächste Mission. Mission 10. Zwei Lichter werden die versiegelte Tür öffnen und den Jäger in tiefen Untergrund begleiten. So, wir haben noch immer zu wenig Orbs. Okay, sieht ja ziemlich einladend aus hier. Eins hätten wir. So, lass mich mal in Ruhe. Und die zweite Tür. Okay, ich gehe noch Zeit. Mensch, jetzt ist die eine Seite wieder aus. Na, geht doch. So, ist hier sonst noch etwas versteckt? Ja, eine blaue Kugel oder ein Fragment einer blauen Kugel. Hier drüben vielleicht noch was versteckt. Nee. Rote Kugeln. Naja, aktivieren wir mal das hier, wenn wir schon dabei sind. Okay.
Komm schon. Direkt in den nächsten Bosskampf gegen eine Riesenmotze. Mit ein paar widerlichen Würmern. Ah ne, der hat uns gefressen. Spuck uns wieder aus. Verdammt. Mensch. So, wir haben nicht mehr viel Lebens. Das heißt, du musst jetzt so viel wie möglich dem abziehen. Okay, hat er noch eine zweite Phase. Nein. Ah, jetzt hat uns das Ding schon wieder gegessen. Wir sind tot. Yep. Gegen die können wir uns ja auch fast nicht wehren. Wie wehrt man sich gegen irgendwelche komischen Würmer, die uns instant essen können? Genau mit dem rede ich. Vor allem, wenn die nicht tot bleiben, sondern immer wieder kommen. So, versuchen wir es nochmal. Verdammte Kiefer, verdammte Motte, was auch immer. Ja, hör auf, Larven zu produzieren. Normale Pistolen. So, jetzt sollte mich dagegen nicht mehr nerven. Oder das Ding frisst mich einfach mal komplett auf. Hat mich schon wieder komplett aufgefressen. Ja.
Wie viele sind denn das? Wirklich? No joke. Das ist doch nicht dem fucking Spiel sein Ernst. Ich glaube, das ist die letzte Larve. Oder? Komm, komm. Ja. War allerdings auch wieder knapp. Viel zu knapp. Schauen wir noch, was hier unten ist. Na, das Ende vom Level passt gut. So, wieder mal ein B bekommen. Speichern natürlich. Und ich glaube, ich werde den Part dann an dieser Stelle schon wieder beenden. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Lasst eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr nichts verpasst wollt, könnt ihr auch gerne noch ein Abo da lassen. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von Devil May Cry 2 wieder. Ciao.